Tag, guten Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Team Sammy, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sammy Slimani. Für alle, die zum ersten Mal hier auf dieses Video stoßen und auf meinen Kanal kommen, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute zeige ich euch nämlich meine absoluten Amazon Must-Haves. Dinge, von denen ich denke, dass ihr euch auch darüber freuen würdet, sie zu besitzen. Und Dinge, die einfach so mein Leben vereinfachen, verbessern und... ich habe echt coole Sachen. Und wenn diese Art von Videos euch gefällt, dann vergesst es nicht, diesem Video hier einfach so einen fetten Daumen hoch dazulassen. Da weiß ich Bescheid, dann gibt es nämlich ganz bald einen zweiten Teil, wo ich euch noch mehr meiner absoluten Must-Haves zeige. Ich liebe es auf Amazon zu shoppen und muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es auch, diese ganzen Videos zu sehen. Lasst mich unbedingt auch in den Kommentaren wissen, was so eure absoluten Must-Haves sind, damit ich sie mal auschecken kann. Vielleicht schaffen sie es dann in den zweiten Teil. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich trinke hier einen Kaffee, falls ihr euch wundert, warum ich gerade so viel Energie habe und aufgedreht bin. Aber Team Sammy, let's go. Viel Spaß beim Video. Tschüss. Wir fangen mit der allerersten Sache an. Das ist ein elektronischer Kerzenanzünder. Ich muss ganz ehrlich sagen, feiere ich, weil es einfach eine super gute Möglichkeit ist, auf Feuerzeuge zu verzichten. Man kann das super einfach jederzeit aufladen. Man schaltet es hier so ein, drückt auf den Knopf. Willkommen in YouTube 2009. Ich zeige euch jetzt mal, wie mein Beauty-Produkt aussieht. Definitiv eines meiner absoluten Must-Haves. Ich habe es, glaube ich, so viel meiner Freundin schon geschenkt. Deswegen müsst ihr haben. Womit machen wir weiter? Ich glaube, das ist wohl auf TikTok das wohl meistgehypteste Produkt. Solche Tumbler. Ich feiere die. Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich diesen Tumbler habe, trinke ich so viel mehr. Ich bin so hydrated und ich weiß einfach, das tut meinem Körper gut. Und für mich macht Wassertrinken dadurch mehr Spaß, einfach aus so einem Tumbler zu trinken. Der ist so milchig, gibt es natürlich auch in klar, war auch lange Zeit ausverkauft. Ich glaube, derzeit ist er auch noch erhältlich. Ich feiere es. By the way, was ich hier trinke, falls ihr euch wundert, das ist einfach nur Wasser mit ein bisschen blauen Matcha und einem Spritzer Zitrone. Feier ich. Schmeckt richtig gut, gibt auch nochmal einen zusätzlichen Energiekick, wenn man davon halt 4-5 Tumbler am Tag trinkt. Ich weiß es nicht. Ich bin so hydrated. Oh mein Gott. Weiter geht's im Programm, was das Trinken betrifft. Aber ihr habt das schon auf Instagram bei mir gesehen. Diese Flasche. Ich feier die. Ich bin ja ein Ästhet. Ich liebe Ästhetik. Wenn ich zum Beispiel einen Cold Brew Kaffee mache, dann fülle ich den hier rein. Dann lage ich so einfach in meinem Kühlschrank. Sieht einfach schön aus. Sieht schön aus auf der Küchentheke und kann man überall mitnehmen. Also wenn ich an den Strand gehe, mache ich da noch ein paar Minzblätter rein, Zitronenscheiben, kühle das Wasser ab mit ein paar Eiswürfeln und ich bin good to go. Ja, ihr seht. Water is life. Okay, ich schwöre euch, das wirkt so, als geht es hier einfach nur ums Wasser trinken, aber Wasser ist Leben. Und ohne Wasser könnten wir alle nicht existieren. Dementsprechend habe ich so was Geiles gefunden. Diese Becher hier. Ihr seht die. Die gibt es in verschiedenen Farben, sehen echt verrückt aus. Aber das sind farbverändernde Tumbler. Die verändern ihre Farbe, je nachdem, ob man heiße oder kalte Flüssigkeit hinzufügt. Und ja, es ist irgendwie fun. Ich glaube auch für die ganz Jungen unter euch. For on the go. Finde ich einfach cool. Wir machen weiter mit diesem guten Stück hier. Das ist eine Lampe. Die haben so viele von euch auf Instagram bei mir gesehen, falls ihr mir da noch nicht folgt. Da seht ihr immer wieder, was ich mir Neues kaufe, was es Neues so gibt, meine Meinung zu Marken, zu Produkten etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Lampe ist ein Vibe. Diese Lampe brauchen alle Menschen. Die versprüht so einen Vibe und ich meine, ihr seht es gerade. Es sieht einfach aus wie ein Sonnenuntergang und man kann A, damit richtig coole Fotos machen und B, gibt es eurem Raum einfach so eine schöne Wärme. Ich liebe das. Vor allem bei grauen Tagen, von denen es hier nicht so viele gibt. Aber ich denke, das war auf jeden Fall eine richtig coole Investition und ich liebe die. Wo wir gerade bei Lampen sind, kennt ihr die hier schon? Nein? Wisst nicht, was das ist? Das hier ist eine sogenannte Galaxy Light. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein inneres Kind schreit einfach auf, weil das genau die Dinge sind, über die man sich als Kind wahrscheinlich gefreut hätte und jetzt im Erwachsenenalter sich einfach gönnt. Ich liebe das. Also vor allem, wenn ich abends meditiere, im Bett liege und einfach nur an die Decke starre und einfach nur Musik spiele, das anschaue. Man kann das mit dem Smartphone kontrollieren und die Farben einstellen. Und das ist so ein richtig schöner Game Changer, vor allem, wenn es darum geht, in eurem Zimmer einen schönen Vibe zu erschaffen. Also sehr geeignet für Kids und Erwachsene, die jung geblieben sind.
Wir unterbrechen die Sendung für einen Shoutout an unseren heutigen Sponsor und das ist Blinkist. Blinkist für alle, die die App noch nicht kennen. Wo lebt ihr? Blinkist ist eine App, auf der ihr über 3500 Sachbücher findet, wo jede Woche neue Bücher dazukommen, ihr 25 Kategorien habt, aus denen ihr wählen könnt. Das heißt, ihr werdet sicherlich auf der App fündig. Blinkist fasst dabei die Kernaussagen dieser Bücher zusammen. Die könnt ihr dann im Anschluss anhören oder euch durchlesen und habt das gesamte Wissen eines Buches in maximal 15 Minuten im Kopf. Das ist so Teil meiner Routine. Ich höre mir jeden Morgen ein Buch an, jeden Abend ein Buch und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Allgemeinwissen hat sich so vergrößert. Und das Beste ist, ihr könnt das jetzt einfach mal 7 Tage lang kostenlos, ohne irgendwelche Verpflichtungen, testen, indem ihr einfach auf meinen Link geht, blinkist.com/Sammy. Ich schreibe es euch in die weiteren Informationen rein, da könnt ihr draufklicken. Am Ende des Tages verliert ihr gar nichts, ihr könnt das 7 Tage lang kostenlos austesten, wenn ihr dann sagt, okay, die App bringt mir nichts, brauche ich nicht. Und glaubt mir, ihr werdet so süchtig danach, euer Allgemeinwissen einfach zu vergrößern, dass ihr das auch weiterführen wollt. Und dann bekommt ihr über meinen Link nochmal 25% aufs Blinkist Premium Jahresabo. Also checkt es unbedingt aus, probiert es aus, lasst es mich unbedingt wissen, wie es euch gefällt, was ihr euch gerade anhört, weil ich weiß, viele von meinen Zuschauern nutzen die App schon und das ist so für mich die beste Empfehlung, die ich euch machen kann. Weiter geht's im Programm. Kennt ihr das hier schon? Das hier ist ein absolutes Dupe zu einem Produkt, was auf Instagram sehr oft für sehr viel Geld beworben wird, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, denn dieses Gerät kostet einfach gerade mal 12 Euro. Und es ist ein Facial Mister. Ich habe da jetzt Wasser reingemacht. Das könnt ihr im Sommer nutzen, um einfach, also der Dunst ist auch so fein, um euch einfach zu erfrischen. Das könnt ihr auch zum Make-up-Setten benutzen, entweder mit Wasser oder ihr füllt da euer Make-up-Setting-Spray rein oder, und da kommt der Dupe, ihr nehmt einfach Bräunungsflüssigkeit, macht sie rein, geht dann für 2-3 Minuten einfach gleichmäßig über euer Gesicht und bekommt so eine schöne Bräune. Für, wenn ihr jetzt noch die Bräunungsflüssigkeit dazu kauft, würde ich sagen 25 Euro statt 80 oder 90 Euro in Influencer-Werbungen, also lasst euch nicht verarschen. Ihr werdet mir für diese Ersparnis danken. Und vor allem, es sieht halt mega stylisch aus, guckt euch das mal an. Mit einem integrierten Spiegel. Oh, geil. Boah, nie wieder ohne. Ohne Witz, das ist so angenehm, ich kann es euch nicht erklären. Wow. Weiter geht's mit diesen Herrschaften hier. Das hier, meine lieben Freunde, sind Seifenblätter. Ihr nehmt euch so ein Blatt, macht es euch zwischen die Hände und lasst einfach nur ein bisschen Wasser drüber laufen, das schäumt und ihr habt einfach gepflegte, saubere Hände. Egal, wo ihr unterwegs seid, ob ihr im Auto seid, in der Raststätte, ihr wisst, manchmal geht man auf eine öffentliche Toilette und da sind die ganzen Seifenspender leer und gerade heutzutage will man einfach saubere Hände haben. Zur Desinfektion finde ich sowas einfach ein absolutes Must-Have für on the go oder wenn ihr irgendwie unterwegs seid, campen seid, was auch immer und wo auch immer ihr einfach Seife braucht. Die sind richtig gut und die riechen auch sehr gut. Die riechen nach Jasmin. Seifenblätter, der Shit. Dieses Video gibt mir irgendwie richtige 2014 Vibes. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Weiß nicht. Ich hatte heute auch zu viel Kaffee, weil ich bin ja gerade am Kaffee. Das kann ich gar nicht sagen. Aber sagen wir es mal so, ich teste gerade sehr viel Kaffee und probiere mich gerade aus. Deswegen bin ich gerade extremst gehypt. Also wundert euch nicht, falls meine Energie heute ein bisschen over the top ist, aber ich hoffe, es kommt so rüber. Ein weiteres Must-Have befindet sich hier auf diesem Bett. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ohne diese Decke zu leben. Weil, ohne Witz, ideal für alle Singles, ideal für alle unter euch, die manchmal Panikattacken haben. Und das sage ich nicht so ganz leicht und easy. Aber diese Decke habe ich schon so oft Freunden geschenkt. Das ist so eine Decke, die hat Gewicht. Die wiegt 7,6 Kilo, die gibt es in verschiedenen Gewichtsklassen. Und wenn ihr das Problem habt, abends einzuschlafen, wenn ihr das Problem habt, irgendwie alleine zu schlafen, etc. Diese Decke ist life-changing. Diese Decke fühlt sich an wie eine Umarmung. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Das fühlt sich einfach angenehm an. Das ist wie so eine Therapiedecke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nie wieder ohne. Also wenn ich die nicht habe, dann kann ich irgendwie echt schlechter einschlafen. Kennt ihr die? Ihr braucht die.
Auf jeden Fall. So, meine Freunde. Womit machen wir weiter? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Videoidee hatte, habe ich erstmal so gedacht, okay, Sammy, nimm die Must-Haves von dir, wo du einfach weißt, dass möglichst viele Interessengruppen abgedeckt sind. Für die ganzen Hydrated Bees, für die ganzen Vibes, für die Aesthetic Queens. Ich habe ja noch ein bisschen was. Aber für meine ganzen Kitchen Queens and Kings. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist ein Eierkocher. Ich schwör's euch, ich hab's gehasst, Eier zu kochen. Und am Ende sind die entweder zu hart oder zu weich. Die hier, die gelingen einfach in so einem Eierkocher immer. Wer noch keinen Eierkocher hat, der braucht einen. Man bekommt so einen Messbecher dazu und je nachdem, wie weich oder hart gekocht die werden sollen, macht man eben die gewisse Menge an Wasser rein. Mit diesem Gerät gelingen eure Eier einfach immer. Und seid ihr eher die Softies oder die Harten? Ich mag so Mittel. Kommen wir zu diesen schönen Dingern hier. Coffee Table Books. Von verschiedenen Designern. Da hinten seht ihr auch eins, das ist von Chanel. Das hier ist zum Beispiel von Louis Vuitton. Wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich dann doch sehr, sehr viele Fragen dazu bekomme. So, Sammy, du hast so eine schöne Ästhetik in deiner Wohnung. Woher hast du denn diese ganzen Dinger? Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt hier alles verlinken. Und am besten hätte ich noch für meine Couch und für meine Spiegel oder sonst was noch einen Rabattcode. Aber das ist natürlich nicht immer möglich. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch einfach darüber freut, dass ich halt ein paar Sachen zumindest teilen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die sehen einfach so schön aus. Ich liebe es halt einfach auch, mich in diese ganzen Geschichten dieser Marken reinzulesen und einfach die Entstehungsgeschichte dieser Marken zu entdecken. Und es sieht halt auch noch schön aus, wenn man sowas auf sein Coffee Table drauf macht oder einfach als schönes Deko-Objekt einfach in seinem Schlafzimmer, egal wo, nutzt. Sammy, warum sehen deine Instagram-Stories immer so schön aus? Ja, also erstens, ich sorge immer dafür, dass ich gutes Licht habe. Zweitens, wenn es abends ist, benutze ich das hier. Und das Beste daran ist, es hat einfach drei verschiedene Funktionen, verschiedene Helligkeitsstufen. Man hat ein kühles Licht, man hat ein warmes Licht, man hat so ein Mischlicht und das kann man einfach in verschiedenen Stufen einstellen. Man hat das hier, man kann das hier so richtig gut einstellen und ich finde das mega, weil die Bildqualität einfach dadurch abends auch gut ist. Man kann es überall mitnehmen und anschließen, vor allem weil es einen USB-Stecker hat. Kommt direkt mit so einem Stativ für euer iPhone, das heißt, ihr könnt ganz einfach euer iPhone nehmen oder einfach euer Smartphone dran machen und direkt damit filmen. Ich feiere das. Absolutes Must-Have für jeden von euch, der auf Social Media unterwegs ist und arbeitet. Das ersetzt aber natürlich nicht die ganz krassen professionellen Softboxen. Das ist einfach nur wirklich, wenn ihr nur mit dem Handy arbeiten wollt. Und wo wir schon bei Gadgets sind, die ich einfach für meinen Job auf Social Media nutze, neben diesem kleinen USB-Ringlicht habe ich auch noch so ein Stativ für mein Smartphone. Das lässt sich ausziehen bis zu 1,53 Meter. Und wenn man einfach draußen unterwegs ist, ich mache ja auch sehr viele meiner Fotos selbst, man mag es kaum glauben, aber ich befestige da einfach mein Smartphone dran, mache dann den Selbstauslöser, richte das aus und kann von überall meine Fotos schießen. Sieht auch ein bisschen albern aus, aber hey, es kommt auch noch mit einer Fernbedienung. Das ist einfach für unterwegs, wenn man alleine seine Fotos macht und ich kenne sehr, sehr viele große Influencer, die ihre Fotos selber machen. Und es kommt einfach sehr praktisch, so etwas zu besitzen. Vor allem mit der Fernbedienung kann man super einfach dann die Fotos machen. Feier ich und deswegen auch ein absolutes Must-Have, was ich euch unten verlinken werde. Mein nächstes Must-Have, ihr werdet mich auslachen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das waren die 90er, meine Freunde. Kennt ihr noch die hier? Kennt ihr die? Oder seid ihr so viel jünger als ich? Das hier, meine lieben Freunde, ist ein sogenannter Tamagotchi. Das war der Shit in jungen Jahren. Das ist einfach so ein Pocket-Tier. Da gibt es einfach verschiedene. Da gibt es so einen Hund, da gibt es so eine Ente. Und man kümmert sich um die. Und ich finde es einfach ideal, weil da kann man lernen, Verantwortung in jungen Jahren zu übernehmen für so ein digitales kleines Tier. Man muss es füttern, man muss, wenn da ein Häufchen ist, es säubern, man muss es mit Medizin versorgen, wenn es krank wird. Sowas hatte ich, als ich 8 Jahre alt war. Das war 1998. Wie alt wart ihr da? Noch nicht geboren? Ich wusste gar nicht, dass die wiederhergestellt worden sind. Das ist halt einfach so eine zweite Generation. Ich glaube, für alle unter euch in meinem Alter und älter
Ich weiß nicht, ist einfach so nostalgisch und deswegen auch einer meiner Must-Haves. Und findet ihr die ganzen Affiliate-Links, da habe ich auch eine kleine Amazon-Storefront, wo ich einfach noch ein paar mehr Produkte verlinke. Das sind einfach so Dinge, die ich immer wieder so gesehen in diesen Amazon-Store reinmache, von denen ich denke, okay, das ist einfach so ein Ort, wo ihr so meine Welt findet. Also checkt es unbedingt mal aus. Ich hoffe, die Produkte haben euch gefallen und es war etwas für euch dabei. Checkt die ganzen Links unten aus und vergesst es nicht, diesem Video hier einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr nämlich keines meiner Videos. Wenn ihr jetzt hier drauf klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr noch zwei weitere Videos, die gerade erst letztens online gegangen sind. Checkt die unbedingt aus, es gibt super viel auf meinem Kanal zu entdecken. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Bis dann, euer Sammy.